Ihre Lebensgeschichte ist in der internationalen Medienlandschaft einmalig. Liz Mohn. Als Familienunternehmerin und Stifterin repräsentiert sie in der fünften Generation das internationale Medienunternehmen Bertelsmann. Die Mutter dreier Kinder ist für ihr engagiertes Leben als starke und moderne Frau, die Verantwortung übernimmt, ein Vorbild. Dafür wird Liz Mohn auf der Nürnberger Spielwarenmesse mit einer eigenen One-of-a-Kind-Barbie ausgezeichnet. Mattel würdigt mit der One-of-a-Kind-Barbie ausgewählte Frauen unterschiedlichster Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. So erhielten beispielsweise Bundeskanzlerin Angela Merkel und im letzten Jahr Stilikone Sylvie van der Vaart ihr persönliches Barbie-Unikat. Herausragende Persönlichkeiten werden mit einer One-of-a-Kind-Barbie geehrt. In diesem Jahr ist es Liz Mohn, die für ein außergewöhnliches Leben steht. Einmal als Business-Lady, als Charity-Lady, aber auch eben als Frau und Mutter. Diese Ehrung steht auch für den Beginn einer Freundschaft. Vor 20 Jahren gründete Liz Mohn die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Gemeinsam von Mattel und der Stiftung werden Projekte der Kinderschlaganfallhilfe unterstützt. Wir haben ein Krankenhaus in der Nähe von Bremen, wo Schlaganfallkinder sind. Und ein Zimmer soll jetzt ausgestattet werden von der Firma Mattel für diese kleinen Spatzen, die schon einen Schlaganfall haben. Ein erster Schritt ist bereits getan. Jedes betroffene Kind erhält Spielzeug aus dem Hause Mattel, um in dieser schweren Zeit ein kleines Stück Freude zu finden und neuen Mut zu bekommen.